Aber... Ist es? Yo, Leute, was geht ab? Danke für die 100.000 Subscriber. Let's go! Als kleines Special spielen wir heute Squid Game in Real Life. Wir werden welche der tödlichsten Challenges aus Squid Game nachmachen. Wir fangen an mit der Honeycomb Challenge. Das ist die Keks Challenge. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie man die Kekse selber macht, damit ihr es auch zu Hause nachmachen könnt. Let's go! So macht ihr die Honeycomb Candy Challenge zu Hause selber nach. Alles, was wir dafür brauchen, ist Zucker und Backpulver. Let's go! Stellt die Herdplatte auf die mittlere Stufe ein und schüttet den Zucker drauf. Jetzt kommt mein Einsatz. Ja, stopp. Okay, ich habe schon mal gesehen, wie das Ganze verbrannt ist, also hoffentlich ist es jetzt nicht bei uns. Ja, jetzt schauen wir erstmal, wie der Zucker langsam schmilzt und aufpassen, dass er nicht anbrennt. So, Zucker sieht gut aus. Okay, ich mache ein bisschen was drauf. So. Jetzt ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Noch mehr. Das ist immer noch nicht genug, okay. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Ah, zu viel. Ja. Spaß. Schaut euch das an, das sieht perfekt aus. Was machst du da gerade? Digga, ich muss es da wieder rausbekommen! Ah! Oh Mann, was ich weiß, Leute, jetzt geht alles schief. Nee, es brennt! Es brennt! Ich kriege den Scheiß da wieder weg! Ah! Leute, ich weiß nicht, was hier los ist. Sina versucht das Ganze zu retten. Rick hat einmal die Boxershorts in der Hand. Dann nimm die Boxershorts. Ich hoffe, die ist nicht benutzt. Was ist schief gegangen? Sehr gut, Sina, danke schön. Danke, dass du das übernimmst. Mhm. Nehmt euch immer irgendjemand, nehmt eure Mutter mit, macht das nicht allein. Okay, Leute, die erste Version ist leider schief gegangen. Wir haben festgestellt, dass wir kein Backpapier in diese Schüsseln reingetan haben. Das heißt, wir müssen jetzt eine zweite Version versuchen auf dem Backpapier. Aber deswegen machen wir es, damit ihr mitlernt und es direkt richtig macht. Let's go. Ich mach's einfach nur vernünftig. Bro. Einmal will man was alleine machen. Okay, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Pass auf. Ja. Okay, stopp. Ja. Oh. Okay, du fängst mit dem ersten an. Du musst dich. Leg einfach drauf, mach nicht so fest. Kann ich jetzt raus? Ja. Ich glaube, das ist zu lange. Ja, sieht man ja, wie Alex das kann. Ich zeig euch jetzt, wie es richtig geht, okay? Ganz easy. So, und rein da und direkt wieder raus. Ha! Perfekt, oder? Zack. Und direkt wieder raus. Nadel und einen Keks. Der Keks muss freigestellt werden, ohne zu zerbrechen. Derjenige, der ihn zerbricht, kriegt eine Strafe. Let's go, Leute. 2 Minuten Zeit. Ab jetzt. Was? Ab jetzt? Ab jetzt. Ich bin so ein Ding. Let's go. Macht euer Ding. Ja. Wow, das war knapp. Das war knapp. 2 Minuten ist viel zu kurz. Wie lange haben wir noch? Ich schaff es nicht. Oh, shit. Leute, ich schaff's nicht. Nein! Theresa! Theresa! Leute, guckt euch das an, es muss nur mit Technik gemacht werden. Ich weiß nicht, wie es geht und du hast es schon probiert. Ich hab nicht geübt. Du hast geübt. Ich hab nicht geübt. Du hast geübt. Lucy, kein Risiko eingehen. Es ist so. Nein. Scheiße, die Zeit rennt. Wie viel Zeit ist noch? Zählt das nicht. Nein, ich hab nicht verkackt. Ich hab's doch. Scheiße! Okay, Leute, ich würde sagen, ab zur nächsten Challenge. Let's go! Okay, die nächste tödliche Challenge ist rotes Licht, grünes Licht. Ihr kennt es. Hier ist die Mörderpuppe. Hier sind unsere Mitstreiter. Und wir müssen von dort nach dort in 60 Sekunden kommen. Wer es nicht schafft, wird eliminiert und muss die Chilischote essen. Let's go! Auf die Plätze! Fertig! Los! Hallo! Rotes Licht, grünes Licht darfst du dich bewegen, so. Sonst nicht! So. Wer ist so hohl? Nein! Bitte nicht! Oh, weh! Oh mein Gott! Oh,
echt entscharf. Er ist entscharf. Muss ich nicht. Lass sie mich. Ich hab Angst. Scharf! Puh, puh, puh. Hey, so schlechtes Geschauspieler, der Rai hier. Ich hab Angst. Warte, ich drehe dich. Theresa! Ernsthaft? Ja, komm, schieß auf. Scheiß Spiel. Gib mir den Kack. Her damit. Hey, ist wirklich scharf, Theresa. Ja, gut, ich leg mich einfach wieder hin. Ich bin sauer. Rotes Licht, grünes Licht. Rotes Licht. Ja! Geschafft, Alter! Let's go! So geht es, so überlebt man ein Squid Game. Bro! Rick einfach direkt tot. Einmal ein bester Freund direkt gestorben, meine Freundin danach. Nein! Wie versprochen gibt's jetzt noch die Kommentar-Shoutouts vom letzten Video. Wen haben wir denn da? Lena Kriesel. Echt krass von euch. Bin Team Rick. Echt nice. Dankeschön, Lena. Nächster ist Arman Becker. Ich wusste, dass Rick gewinnt. Bester Mann. Thomas Neudert sagt herzlichen Glückwunsch für die 100k. Vielen Dank, Thomas. Let's go. Wenn ihr im nächsten Video auch einen Shoutout haben wollt, dann kommentiert jetzt irgendeine Frage und ich werde mir 3 Fragen rauspicken, die ich im nächsten Video beantworten werde. Let's go. So Leute, das dritte Game ist Tauziehen. Ihr habt es sicherlich gesehen bei Squid Game. Wir machen das jetzt, aber mit der Extra-Regel, dass derjenige, der reinfällt, muss ein nasses Toastbrot essen. Es wird super eklig. Ich esse es nicht. Leute, schafft mir bei diesem Video die 10k Likes. Helft mir und lasst mich nicht im Stich. Let's go. Hey Leute, ich habe einen Trick bei Squid Game gesehen, wenn man sich einfach nach hinten lehnt und wartet, bis die keine Kraft mehr hat. Dann einfach ziehen, Alter. Dann einfach ziehen. Sag das nicht so laut. 3, 2, 1. Ah! 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 Scheiße! Mann. Dein Toastbrot! Oh, es ist so kalt! Es ist so kalt! Ich muss raus! Ich muss raus! Ah, was? Nein! Erst im Wasser essen! Ah, was? Ist es? Nein! Der eklige! Fuck, Alter! Oh! Ich will es nicht essen! Weißt du? Ist es? Ich muss gleich kotzen! Ich muss echt gleich kotzen! Scheiße, ich hab so ein Loch in Alter! Alter! Wenn du den Pool kotzt, dann. Alter! Beiß ab! Oh. Beiß ab! Beiß ab! Ah, Digga, das kann ich nicht, Alter! Das ist einfach Chlor! Leute, das war so verdammt eklig, dieses Toastbrot. Jetzt kommen wir zur letzten Challenge. Ihr kennt ja die Challenge mit dem Glas bei Squid Game. Wir haben hier eine Todes-Slackline über den Canyon gespannt. Wir müssen da drüber laufen und wer es nicht schafft, wird disqualifiziert und stirbt in der Todesgruft. Todesschlucht. Let's go! Machen wir einfach alle Flieferflu, alle okay, vier. Okay, 3, 2, 1. Flieferflu! Flieferflu! Ah! Flieferflu! Ah! Flieferflu! Ah! Flieferflu! Ah! Flieferflu! Ja! Lucy! Das war gegen jetzt schon so! Lucy, let's go! Doch! Auf die Todesschlucht! Leute, gar kein Problem. Ich mache Akrobatik. Ihr kennt mich. Tricks mit Rick. Wenn ich das nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja jetzt schon wirklich. Alter. Lebe noch! No way! Nein, nein, nein! Das war so knapp, ich war fast da! Flieh, fla, flu! Ah!
Alex, enttäusch mich nicht! Scheiße, komm schon! Was war das? Leute, Theresa ist die Letzte. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass sie schafft. Let's go. Komm schon, Theresa, das hast du. Let's go. Warte, ich muss erst mal gehen. Theresa, gib alles. Warte, Lucy, lass mir nicht los. Ja, Max. Nicht auf die Kante fallen, gell? Geh lieber noch ein bisschen weiter. Angst. Ja, geh weiter raus. Ja, aber schau mal, wie es macht. Ah! Ich hab so Angst. Ich gebe dir das hier vorne. Hör auf, mich zu bedrohen. Leute, Theresa hat Angst. Entweder sie wird jetzt auf der Stelle erschossen oder sie zieht durch. Ja. Lauf, Theresa, lauf! Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich hab dich ja. Ich hab dich. Ah! Okay, Leute, es war echt heftig. Der Gewinner ist... Kommentiert, liked und abonniert.